Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. In der letzten Folge haben wir uns ein wenig mit den Dieben, die da noch rumexistierten, rumgeprügelt, das ein oder andere Gebäude hochgezogen und jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ein bisschen was an der Produktion gemacht hier bezüglich Holz und Eisenlanzen und so, solche Geschichten. Mit dem Grenzverlauf gekämpft, neue Erkenntnisse gewonnen. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Das war jetzt nicht so wahnsinnig gewinnbringend oder spannend oder wie auch immer. Aber bei Aufbauspielen kann das schon mal sein, ja, dass man da so ein bisschen, ja, nicht unbedingt Leerlauf hat, aber wo so ruhigere Abschnitte existieren. Hier wird gerannt. Warum wird hier gerannt? Was ist da los? Veteranwachen, eine eigene Fraktion. Die sollten doch hier eigentlich sich um den Grenzverlauf kümmern. Schauen wir mal. Genau, das ist einer von diesen Außenposten, um die wir uns da noch zu kümmern haben. Und genau, ich hatte hier noch einen Wachturm. In Auftrag gegeben. Gebietserweiterung. Hatte ich das schon gemacht? Hätte ich das schon gemacht? Für den Fall, dass nicht, mache ich es jetzt. So, ich kann ja bis hierhin. Komm, hier, zack, boom. Egal. So, dann haben wir den schon mal gesetzt. Die Leutchen sind noch auf dem Weg. Da sind bis jetzt nur zwei vorhanden. Wo ist der Rest? Ah, ich sollte vielleicht auch ein paar rekrutieren. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht. Militärakademie. Ich brauche 10. Mal so auf dem Dach. Und nur um es mal auszuprobieren. Dafür mal so 5. Auch nochmal so auf Verdacht. Viel passieren wird hier wahrscheinlich nicht mehr. Tut mir sehr leid, aber ist so. Denn ich denke mal, wir haben uns so ziemlich mit allem rumgeprügelt, mit dem man sich hier so rumprügeln kann. Wir müssen, wie gesagt, nur noch hier hin und dahin. Und da wird mehr oder weniger so die Herausforderung sein, wie kommen wir dahin. Ich sehe hier nichts, was irgendwie in Richtung Diebe, Banditen, Schemen geht. Und ja, ich hatte letztens, glaube ich, letztens, toll, in der, also quasi aus eurer Sicht in der letzten Woche, in der letzten Aufnahmesession erzählt gehabt, hier mit den Schemen, dass die wohl auch dazu für sorgen, dass, wenn sich die Leute hier so sehr erschrecken, dass die dann halt selber zu Schemen werden. Ich glaube, ich bin da auf dem Holzweg. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin da auf dem Holzweg. Ich muss das nochmal genauer nachprüfen. Vielleicht schaffe ich es, dran zu denken und erzähle euch das dann halt entsprechend dann in der nachfolgenden, also in der nächsten Folge. Ich meine, die Werwölfe wären es eigentlich. Das würde auch mehr Sinn machen, dass die einen, also die Leute hier, ne, entsprechend dann selber zu Werwölfen machen. Und was dann dazu führt, wenn man das nicht in den Griff kriegt, dass dann die eigenen Leute irgendwann alle Werwölfe sind und das war's dann mit dem Dorf. Oder mit der Siedlung, je nachdem, wie man das hier betrachten möchte. Was nicht so schön wäre. Ja, weder die eine noch die andere Lösung ist da erstrebenswert. Und ja. Es ist, wie es ist. Habe ich jetzt auch, wer habe ich das für wenigstens gemacht? Und irgendwie war ich mit meinen Gedanken wieder nicht so richtig bei der Sache. Kann das? Was war jetzt? Nee, alles gut. Habe ich das vergessen? Ich bin aber auch. Mann, wie kann ich nur? So, ja, Werwölfe. Werwölfe, das war das Thema. Die kommen aber noch auf uns zu. Irgendwann, vielleicht schon in der nächsten größeren Aufgabe, irgendwie sowas. Also beim nächsten Dorf,
bei der nächsten Siedlung, die wir zu errichten haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir da mit den Werwölfen zu kämpfen haben werden. Wow. Jo. So sieht's wohl aus. Okay, die sind alle wieder fertig mit ihren Aufgaben. Holzbeere, okay. Wie sieht es mit den Eisenlanzen aus? Rüstung. Oh, 58 Eisenschilder. Aber wahrscheinlich nicht auf Tasche, sondern so insgesamt irgendwie rum existieren. Wobei, das sieht ja relativ gut. Okay. Ich will es mal so sagen, es ist durchaus das ein oder andere vorhanden. Ja. Okay. Ja, ist doch schön, dann laufen wir nicht in irgendwelchen Engpässen. Wie sieht es denn hier mit den Teilen hier aus? Wird so langsam das Material aufgebraucht? Nicht so wirklich, ne? Der ist voll. Der ist auch voll. Die haben nichts zu tun, deswegen ist hier null. Und die sollten sowieso kein Eisen produzieren. Also irgendwie, ach ja, genau, das war das der andere Hintergrund. Das hier mit der Schmelzhütte, die, ah ja, okay, da ist ein bisschen was in der Richtung Werkzeugtechnisch. Oh, Moment. Ich meine, es brennt nicht. Aber könnte hingehen und sagen, hier, davon fünf. Spitzhacken. Moment, 6 Stück habe ich. Dann machen wir nochmal 6. Sicheln, sind wir auf 10. Hier steht Messer. Okay, 5 Messer habe ich. Messer. Da gehen wir mal auf 5. Dann haben wir dann da auch 10. Sägen, sagen wir 14. Quatsch. Was ist das? Doch, ist eine Säge. Was ist das? Meißel. Alles klar. Meißel. Da gehen wir mal auf 8. Dann hätten wir dann da auch 10. Zangen habe ich noch mehr als genug. Bögen kann ich da nicht herstellen. Genauso wenig wie Angeln oder Rucksäcke. Moment. Kein Unsinn erzählen. Ne, ich sehe weder das eine noch das andere. Okay. Bögen, eventuell die Holzwerkstatt. Holzwerkstatt. Jo. Bögen habe ich, kann ich jetzt sehen, ja doch, machen wir 4. Angeln, machen wir 2. Und das war's dann erstmal. Das ist der innere Monk befriedigt, so halbwegs. Die Leutchen, die haben noch ein bisschen was zu tun. Rüstungstechnisch sieht ganz gut aus, da muss ich nichts machen. So schaut es zumindest für mich aus. Waffentechnisch haben wir ja gesehen, die Militärakademie ist da ganz gut ausgerüstet. Und alles andere, ja. Ach ja, genau, ich wollte mal schauen, wie das denn ist, wenn ich jetzt hier hingehe. Der Steinbruch. Oh, der hat effektiv nichts mehr zu tun. Nicht ganz wahr, da vorne existiert Kalkstein. Warum habe ich den eingestellt? Hatte das irgendeinen Grund? Wurde es deaktiviert? Weiß ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass die hier den normalen Stein abgebaut haben. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Moment, Augenblick. Ich setze den mal hier so hin. So, und dann machst du bitte schön Kalksteine, denn die existieren ja noch.
Achso, man sollte ihn auch aktivieren, sonst bringt das nichts. Okay, dann ist der zumindest wieder beschäftigt. Jetzt sagt er Warnlage. Voll. Nee, Moment, gar nicht wahr. Das ist der. Das ist noch ein Steinbruch. Achso. Der ist mit den Steinen normalerweise beschäftigt. Alles klar, dann hat sich das Mysterium schon aufgeklärt. Naja, egal. Okay, dann ist das so. Hier habe ich noch einen Wachturm rum existieren, den ich im Prinzip nicht mehr brauche. Die Leute hängen da rum. Dann kann ich den einreißen. Die Leute werden dann entsprechend frei für andere Aufgaben. Ein Entdeckerposten, macht der überhaupt noch Sinn? Vor allen Dingen, wie viel habe ich davon? Habe ich nur den einen oder habe ich schon vor allen Dingen zwei? Ich hätte zwei, dann kann ich den einreißen. Kann der weg? Wie schaut es hier aus mit dem Entdeckerposten? Wo habe ich da die entsprechende Nadel, wenn ich es mal so gesetzt? Den Fokuspunkt. Der hängt da rum. Hier ist aber alles aufgedeckt. Dann könnte ich den jetzt, ich glaube, gefahrlos, das ist auch nicht mal allzu viel zu entdecken, glaube ich. Egal, ich setze mal dann hier so hin. So. Hochoffiziell, dann könnt ihr hier nochmal ihre Nasen in Dinge stecken, die sie nichts angeht. Und ja, sehr schön. Oh, hier tun sich Sachen. Ich glaube, ich habe Zugriff auf diesen Außenposten. Das sieht ganz gut aus. Dann würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal eine Straße dahin. Oder Weg, wie auch immer. Das funktioniert wunderbar. Damit habe ich jetzt hier die Möglichkeit, diese Aufgabe da zu erfüllen. Kannst du uns dabei helfen? Ich lese das mal vor, weil ich mit meinem dicken Schädel mal wieder am Weg bin. Oder einen Moment mal. Ich mach doch mal anders. Bin gleich wieder da, Momentchen. So, dann könnt ihr mitlesen. Außenposten, bringe Waren an diesen Ort. Status, Aufgaben, Purportal. Bring Vorräte zum Außenposten. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum angezeigten Ort und versorge ihn mit den geforderten Vorräten. Insgesamt schon gelieferte Waren 0 von 31. Und da geht es um diese Kürbisse, die wir liefern sollen. Diese Vorräte werden benötigt. Kürbis plus 19 sind da schon stark unterwegs. Wir brauchen 31. Was heißt also, Kürbisse haben wir da. Ich sehe hier in der Anzeige, wir haben 49 Kürbisse rum existieren. Das sollte auch noch entsprechend ausgebaut werden können. Moment, ich bin mal gleich wieder da. Habe ich versprochen. Augenblick. Ich will jetzt nicht den falschen Knopf drücken. So, hi, da bin ich wieder. So. Und ja. Gut. Das wäre, wie gesagt, also ein Grund, warum ich die Fenster hier ganz gerne verschieben würden können tun. Andere ist, ich hab's ganz gerne, wenn ich diese Fenster hier so, ne, im mittleren Bereich des Bildschirms habe, ist für mich angenehmer zu lesen. Muss ich mich nicht immer so verrenken. Ja, ich bin alt. Und ja, dann kann ich die Fenster schön verschieben und vor allen Dingen, ich bin das von Foundation so gewöhnt. Da kann man nicht nur ein Infofenster aufmachen, das habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge erzählt, sondern mehrere, was ganz angenehm ist. Und ne, dann kann man die so platzieren, wie man sie für die eine Geschichte, die man da gerade verfolgen will, braucht. Und ja, das ist alles sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr und ich würde mir das für dieses Spiel ja auch wünschen. Ich finde das in Ordnung. Ich finde das auch vollkommen legitim. Ja, okay. Wir haben diese eine Aufgabe. Dann hätten wir hier noch diese Expedition zu versorgen. Die brauchen Spitzhacken. Oh, gut, dass ich Spitzhacken in Auftrag gegeben habe. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar mehr. Und wir brauchen Brot. Okay, wie sieht das hier mit Brot aus? Verfügbar 17, reserviert 46. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Mit den Spitzhacken, da würde ich jetzt noch mal ganz schnell intervenieren.
Werkzeugschmiede, Spitzhacken. Wie sieht das aus mit den Spitzhacken? 6 sind im Auftrag gegeben. Da hat er schon eifrig seinen Job erledigt. Wir brauchen 10 für den Außenposten. Wo sehe ich die Spitzhacken? Werkzeug. Achso, das sind doch wahrscheinlich die 6. Mal auf 10 und dann gehe ich mal auf 20. So. Fertig ab. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Wie kommen wir da am besten und schnellsten hin? Das treibt mich nach wie vor um. Es ärgert mich, dass ich hier nichts bauen kann und auch nichts einreißen kann, um Dinge dann bauen zu können, die ich dann vielleicht für ganz sinnvoll halte. Dass die hier keine eigenen Wachtürme haben, ist schon ein bisschen schräg, ne? Das ist seltsam. Moment, vertue ich mich da gerade mit dem Ort? Das kommt auch noch dazu. Ich dumm. Den haben wir ja noch gar nicht unter Kontrolle. Nandus, du bist sowas, manchmal sowas von neben der Spur. Entschuldigung. Ich schäme mich. Ein bisschen. Bin wieder voll blamiert in der letzten Folge. Kann hier nichts anklicken. Also anklicken schon, aber ich kriege hier keine Information. Wir haben ja den Ort hier im Griff. Hundertprozentig, ja. Die sind noch eigenständig, Mensch. Trotzdem ist es eigenartig, dass die hier keine... Warte mal. Meh. Oh Mann, ich gehe in Rente. Das ist, glaube ich, besser. Ist ja wohl nicht wahr. Ihr sagt auch nichts. Lasst mich hier einfach so hängen. Verdammt. So, jetzt habe ich wieder nicht das gemacht, was ich eigentlich auch noch machen wollte. Fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben hier Kohle, wir haben hier Silber. Genau, da bin ich hier, glaube ich, mit dem Steinbruch irgendwie abgelenkt gewesen. Und ja, rede ich ruhig raus. So, was haben wir hier? Haben wir Stein. Okay, der wird wohl auch noch gebaut da vorne. Das ist auch Kohle. Gar nicht mal wenig Kohle. Wenn ich hingehen würde, beispielsweise. Also nur mal, um das auszuprobieren. Bastel hier so ein Lager hin, was aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Das hat ja einfach zu uneben. Ah, kann ich kann hier nicht bauen. Nicht erlaubter Untergrund. Es hängt an den Untergrund. Und irgendwas hängt immer. Ja. Ich würde das gerne anders machen. Geht aber hier nicht, weil Bild sagt nein. Dann setzen wir das Ding einfach hier hin. Dann Stein, nein. Bergbau, ja. Und dann bitteschön. Das da, Kohle. So. Dann gucke ich mal, ob die hier die entsprechenden Kohletagebaustätten, ob die die leer räumen. Und hier entsprechend die Kohle dann einlagern, sodass ich die Dinger hier wegreißen kann. Das will ich ganz gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das sind meine Zweifel, aber gut. Oh, Veteranenwachen habe ich hier 12 um existieren. Wir haben hier 3 Soldaten. Interessant. Und 2 Draufgänger. Draufgänger? Okay. Hier ist eine Eisentagebaustätte. Die gehört aber zu mir. Und da ist einfach nur das Warenlager voll. Oha. Oha, also an Eisenerz zumindest habe ich hier keinen Mangel. Auch hier eine Silbertagebau. Holla die Bolla, vielleicht da nur. Die Schmelzhütte ist voll. Handelsposten ist jetzt sowieso erstmal, ja, egal. Ist auch weiteres. Und hier ist alles die.
Ressourcen brauchen wir jetzt erstmal keine mehr. Zumindest was in Richtung Bergbau geht. Da sind wir bestens versorgt. So, wie sieht's hier aus? 6, 7 Kürbisse sind mittlerweile vor Ort. Da kommt der ganze Rest noch an. Also zumindest ein Teil davon. Da wird gerade hier voll geliefert. Hier ist es, wie ich es vermutet habe. Hier ist relativ friedliches Gebiet. Und so auch mit einem halben Auge sehe ich auch, wie wir hier hinkommen. Frage, macht es hier noch Sinn? Ich mache es ganz einfach. Ich frage gar nicht nach dem Sinn, ich mache es ganz einfach. Ich setze hier noch einen weiteren Wachposten hin. Also Wachturm, wohlgemerkt. Entweder so oder oh, hier so. Genau. Besser geht's nicht. Streichi. Bau mir einen Streichi. Streiche fertig. So, die du. Und ja, Moment, ich hatte hier irgendwo, da waren doch hier von denen so viele, meine ich, gesehen zu haben. Ich probiere das mal. Und dann können die sich austoben. Gebietserweiterung. Bam. So. Das haben die jetzt davon. Dann können die Leute dann da so sich ein bisschen austoben. Ich hoffe, dass das Ganze etwas zügiger vorangeht mit der Gebietserweiterung, sodass wir über kurz oder lang das Ganze ja zum Abschluss bringen können. 23 Kürbisse sind bereits geliefert, 8 sind auf dem Weg. Läuft. Läuft. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende der ganzen Geschichte hier. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, friedlich geht es jetzt hier erstmal nur noch, also es geht im Prinzip komplett friedlich weiter. Das macht so überhaupt keinen Sinn mehr. Die hängen beide da dran. Also so eine Querverbindung schon, ja, auf jeden Fall. Das machen wir noch eben. Anders geht's nicht. Okay. Ja, ist ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Das Ding können wir dann aber wegreißen. Der Weg, der wird nicht mehr benutzt. Hallo? So, jetzt. Und das Ding dann hier auch. Ah, nicht ganz. Oha. Nichts verkehrt machen jetzt hier. Geht das so? Das geht. Das ist cool. Warte mal. Weil die hängen ja beide da dran hier, ne? Also den brauche ich schon. Aber mehr auch nicht. Meldest du sowas? Achso, die sind das. Ja, die Waffenschmiede. Okay. Jo, dann soll es aber auch dann für diese Folge ist erstmal soweit gewesen sein. Ich meine, ich drehe nochmal ganz kurz die Kamera, damit wir so ein bisschen mehr Blick auf unser tolles Dorf bekommen. Ich nenne es einfach mal Dorf. Das Dorf heißt Dorf. Ich bin Mr. Numbers und bin jetzt fort. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Es geht jetzt ein bisschen gemächlicher voran, gebe ich ja zu. Ist so, wir müssen die beiden Aufgaben dann noch erledigen. Das machen wir auch in aller Ruhe. Und ja, und dann geht es mit der nächsten Geschichte weiter. Ne? Das wird auf jeden Fall passieren. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.